10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wer ist fix und stets am Ball? Wer löst selbst den schwersten Fall? Wer hilft Freunden groß und klein? Das kann nur die Trixie sein. Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie Bertram. Trixie Bertram, bitte melden. Wer kann reiten wie der Wind? Wer bleibt cool und denkt geschwind? Wer lässt Freunde hier ein? Das kann nur die Trixie sein. Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie Bertram, Trixie. Mitzukommen? Ich treffe mich mit Brigitte. Nee, ich will weiter Ball spielen. Außerdem sind reiche Leute langweilig. Du bist vielleicht doof. Selber doof. Seit Brigitte da drüben eingezogen ist, gab's nichts als Aufregung. Wegen diesem Uli, nicht? Klar, aber nun ist ja alles okay, nachdem Brigittes Eltern ihn aufgenommen haben. Sind gar nicht seine Eltern. Das weiß ich auch, aber Uli hat keine Eltern mehr. Und sein Stiefvater war furchtbar gemein zu ihm und wollte ihm nur das viele Geld abluchsen, das Uli von seinem Onkel geerbt hat. Schon nicht. Also, kommst du jetzt mit? Wir wollen nämlich den alten Schuppen unter die Lupe nehmen, den Brigitte und ich gestern entdeckt haben. Gibt's da ein Geheimnis, Trixie? Wer weiß? Aber nun komm schon. Hallo, Brigitte! Hallo, Brigitte! Hallo, da seid ihr ja endlich. Wir haben nämlich ein bisschen Zeit, ohne dass jemand hinter uns herschnüffeln kann. Vati ist mit Uli ein neues Pferd anschauen. Und Fräulein Trasch? Die ist mit Mami in der Stadt, um neue Schulkleider für mich zu kaufen. Du hast doch schon einen ganzen Schrank voll. Wieder so ein blaues Samtkleidchen mit Spitzenkriegelchen? Nee, ich glaube, für so brav halten sie mich nicht mehr, seit ich mit dir solche Unternehmungen mitmache, wie die Suche nach Uli im Wohnwagen. Jetzt kann ja nicht mehr viel passieren. Die Ferien sind doch bald zu Ende. Ich freue mich schon, wenn ich mit dir und deinen Brüdern zur Schule gehen kann. Und mit Uli. Prima, dass er mit seinem vielen Geld nicht auf so eine vornehme Langweilerschule will. Klaus und Martin kommen morgen aus dem Ferienlager zurück. Ob du dich dann immer noch so freust, wenn du die frechen Bengels erst mal kennengelernt hast? Ihr seid alle Quatsch, Tante. Wo ist denn nun der alte Schuppen? Da vorn. Er ist fast völlig zugewachsen. Hey, Bobby, warte auf uns. Geh nicht ohne uns rein, wir weisen. Hey, Missy. Komm, steh auf, Bobby. Lass sehen. Sein Knie blutet. Warte, ich habe ein sauberes Taschentuch. Danke, Brigitte. Er muss in einen Nagel oder eine Scherbe gefallen sein. Warte, Bobby, nun halt mal still. Ist ein richtiger Schnitt? Wir müssen ihn sofort heimbringen und Jod drauf tun. Tut doch sowieso schon so weh. Und dann macht ihr wieder alle Entdeckungen ohne mich. Dass du auch immer über alles stolpern musst. Trixie und Brigitte brachten den humpelnden Bobby nach Hause, wo er von Frau Belden fachmännisch verarztet wurde. Dann liefen sie schnell zurück zu dem alten Schuppen, diesmal mit einer Taschenlampe ausgerüstet. Hier muss die Stelle sein, wo Bobby hingefallen ist. Leuchte mal. Da glitzert was. Ein Glassplitter. Ich werd verrückt. Also entweder ist das oder... Lass doch mal sehen. Mensch, das ist... Ein Diamant! Aber wie kommt er hierher? In diesem Dreck? Vielleicht ist er gar nicht echt, sondern nur so ein Modeklunker. Er ist echt. Aber wer kann den verloren haben? In den Schuppen kommt doch kein Mensch. Überall Spinnweben. Vielleicht haben ihn die Leute verloren, die früher in eurem Haus gewohnt haben. Dazu ist er zu sauber. Er kann doch nicht lange hier liegen. Ja, dann haben eben Juwelendiebe die Hütte als Versteck benutzt.
Vielleicht ist die restliche Beute im Fußboden vergraben und den einen Stein haben sie in der Dunkelheit übersehen. Glaube ich nicht. Nee, eine ganze Diebesbande auf unserem Grundstück, um Himmels Willen. Ich mach mal das Fenster auf. Am besten, wir holen erstmal Gartenscheren und befreien die Fenster von dem vielen Grünzeug. Bei der Dunkelheit lässt sich doch keine fachmännische Spurensuche starten. Einverstanden. Und wenn Fati nachher zurück ist, zeige ich ihm den Stein und frage, was wir damit machen sollen. Oh nein, bitte tu das nicht. Lass uns doch erstmal herausfinden, wie der Stein in den Schuppen gekommen ist. Na gut, aber wohin sollen wir ihn denn tun? Versteck ihn einfach irgendwo in deinem Zimmer. Und vor allem, sag niemandem ein Sterbenswörtchen. Auch Uli nicht? Nein, der würde uns doch gleich überreden, den Diamanten zur Polizei zu bringen. Eigentlich gehört er uns doch auch gar nicht. Wir wollen ihn ja nicht behalten. Wir wollen nur herausfinden, wem er gehört. Du hast Nerven. Und komm Uli nicht unter die Augen. So schuldbewusst wie du aussiehst, merkt ihr sofort, dass wir ein Geheimnis haben. Wenig später waren die beiden Mädchen mit Gartenscheren bewaffnet, wieder bei dem alten Schuppen, und begannen die Fenster von dem Gestrüpp zu befreien. Das ist eine Arbeit. Mhm. Übrigens, Uli hat irgendwas gerochen. Wieso? Weil du ihn vorhin nicht mal gefragt hast, ob sie nun ein Pferd gekauft haben oder nicht. Ach, oje. Und, haben sie? Ja, es heißt Boja und wird heute Nachmittag gebracht. Mensch, Trixi, ich kann nicht mehr. Ich habe schon Blasen an den Händen. Uli, bist du das? Wieso denn? Da war doch was im Gebüsch. Hast du nichts gehört? Ach was, Uli versucht doch mit Herrn Reger unser Auto zu reparieren. Verstehen die beiden denn was von Autos? Jedenfalls nicht so viel wie vom Pferd. Reger geht es sowieso schon auf den Wecker, dass er immer alle rumkutschieren muss. Deshalb wollen meine Eltern jetzt auch einen Chauffeur einstellen. Ich weiß nicht, aber ich hatte eben das Gefühl, als ob uns jemand beobachtet hätte. Wir können ja mal nachsehen. Hast du etwa Lust, in die Brennnesseln zu kriechen? Ich nicht. Hallo, ist da jemand? Habe ich mir wohl doch bloß eingebildet. Komm, lass uns jetzt reingehen. Also mir wär's lieber, wir hätten den Stein nie gefunden. Hast du ihn denn gut versteckt? Ja, in einem Schmuckkästchen, das ich von meiner Urgroßmutter geerbt habe. Es hat ein Geheimfach im Boden. Das habe ich ganz zufällig entdeckt. Gut, aber wie kommen wir jetzt weiter? Schau mal, hier sind Fußspuren. So große. Die sind sicher von einem Mann. Vielleicht war es einer der Obstpflücker, die jetzt in der Saison durch die Gegend ziehen. Und die schleppen Diamanten mit sich rum? Warum nicht? Einer von ihnen hat ihn geklaut und versteckt. Zum Beispiel in einem Pfirsich. Du spinnst wirklich, Trixi, in einem Pfirsich. Er könnte den Pfirsichkern entfernt und stattdessen den Diamanten reingetan haben. Ein tolles Versteck. Und dann hat er aus Versehen den falschen Pfirsich gegessen und den Kern, das heißt den Stein, ausgespült. Sei mal still. Komm, hier jetzt im Fenster. Schau mal, die Zweige bewegen sich. Ich hab's ja gewusst. Irgendjemand hat uns belauscht. Der hat bestimmt jedes Wort verstanden. Mein Gott, wenn das der Kerl war, der den Diamanten gestohlen hat, dann weiß er jetzt, wo ich ihn versteckt habe. Ich hab Angst, Trixi. Ist doch besser, wenn wir jetzt verschwinden. Es wird schon dunkel. Ja, lass uns bloß abhauen. Gut, wir überlegen morgen weiter. Ich komme mittags zu dir. Guten Tag, ich heiße Trixi Belden. Ich wohne in dem Bauernhaus da unten. Und das ist mein kleiner Bruder Bobby. Tag. Hallo ihr beiden. Ich bin Dick, der neue Chauffeur. Was ist das, ein Chauffeur? Na ja, jemand, der mit tollen Autos von anderen Leuten herumfährt und sie repariert, wenn sie mal kaputt sind. Wenn du ein bisschen längere Beine hast, zeige ich dir, wie mein Auto fährt. Einverstanden? Au, toll! Hast du gehört, Trixi? Und ich zeige Dick, wie man Frösche fängt. Mit dem Trichter von Mami. Du hast den? Mami hat ihn gestern den ganzen Tag gesucht. Was fällt dir ein, einfach ihren Trichter zu klauen? Aber, wer wird denn mit seinem kleinen Bruder schimpfen? Komm, Bobby, hier hast du Geld. Damit kannst du dir deinen eigenen Trichter kaufen. Au, danke. Guten Morgen, Fräulein Trasch. Guten Morgen, Trixi. Dick, ich habe Herrn Willer Ihren Empfehlungsbrief gegeben. Ah, ja? Er ist sehr in Eile, weil er in einer Stunde abreisen muss. Aber er lässt Ihnen ausrichten, dass Sie gleich anfangen können, wenn Sie möchten. Sehr gern. Ich nehme doch an, dass ich auch hier wohnen kann. Ja, natürlich. Über der Garage sind zwei Apartments. Herr Reger, unser Verwalter, wohnt auch dort. Ach so,
Ich dachte, ich würde hier im Haus wohnen. Die Zimmer über der Garage sind sehr komfortabel. Mit Radio, Fernseher, Telefon. Sie werden sich sicher wohlfühlen. Nicht wahr, Herr Reger? Ja, stimmt. Es ist wirklich prima da oben. Das ist Dick, unser neuer Chauffeur. Oh, guten Tag, Dick. Guten Tag. Wir werden uns sicher verstehen. Kommen Sie, ich nehme gleich Ihren Koffer. Finger weg! Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Tut mir leid. Entschuldigung. Wo ist eigentlich Brigitte? Da kommt sie doch. Also, ich gehe wieder ins Haus. Kommst du mit, Bobby? Ich habe noch Eis da. Hallo, Trixi. Tag, Brigitte. Mensch, ist das ein Durcheinander heute. Meine Eltern packen mal wieder, ein neuer Chauffeur fängt an und dann hat sich auch noch ein Gärtner vorgestellt. Naylor heißt er. Er hat zwar keine Zeugnisse, aber Vati will es mal mit ihm versuchen. Mensch, ist dir klar, dass wir gestern vergessen haben, die Gartenscheren zurückzubringen? Ach du liebe Güte, dann müssen wir schleunigst nochmal zum Schuppen. Na dann los. Aber wenn der Dieb da ist? Glaube ich nicht. Wenn er uns gestern belauscht hat, weiß er, dass wir den Diamanten haben. Brigitte, das sind ja noch mehr Fußspuren. Genau, die haben wir gestern gar nicht gesehen. Die haben ja unterschiedliche Profile. Sieht aus wie von einer Gummi- und einer Ledersohle. Du bist ja fantastisch. Da müssen zwei Männer in der Hütte gewesen sein. Vielleicht haben sie gestritten und dabei den Diamanten verloren. Und als sie es bemerkt haben, sind sie zurückgekommen und wir waren da. Und sie mussten sich in den Brennnesseln verstecken. Sherlock Holmes ist ein Anfänger gegen uns, Trixie Belden. Ich bin sicher, die tauchen noch mal hier auf. Wir müssen ihnen eine Falle stellen. Vielleicht ist der neue Gärtner einer von ihnen. Wo hat er denn sein Zimmer? Im Haus. Oh, Trixie, vielleicht hat er den Stein schon aus meinem Schmuckkästchen genommen. Wir hätten doch gleich zur Polizei gehen sollen. Quatsch. Jetzt müssen wir den Verbrecher selbst zur Strecke bringen. Wenn man nämlich wichtige Informationen zurückhält, ist das so eine Art Mittäterschaft. Oh Gott, Trixie, lass uns doch wenigstens Uli einweihen. Der hat immer die besten Einfälle. Noch nicht, vielleicht später. Aber das Wichtigste, was ich jetzt brauche, ist eine Einladung, um heute bei dir zu übernachten. Na, wenn's weiter nichts ist. Du weißt doch, dass du eine Dauereinladung hast. Prima, danke. Dann bis nachher. Jetzt warten Mami und die Tomaten. Hast du mich erschreckt? Gitte, Gitte, Gitte. Einen ganzen Eimer voller Frösche. Bring sie sofort wieder zum Teich zurück. Mach ich, ja. Das würde ich dir auch raten. Aber erst will ich sie Dick zeigen. Weißt du, dass Dick Angst vor Pferden hat? Das glaube ich nicht. Doch, das weiß ich genau. Aber Hunde mag er. Er hat Fips und Schnüffel Knochen mitgebracht. Aber das ist ein Geheimnis. Was ist daran geheimnisvoll, wenn er den Hunden was mitbringt? Wir haben noch mehr Geheimnisse. Ich habe Dick heute alles gezeigt. Den Tümpel, den Schuppen, Brigittes Fenster. Na, wenn es dir Spaß gemacht hat. Dick, hallo Dick, guck mal, was ich hier habe. Oh nein, nicht schon wieder. Wenn es irgendwo was zu stolpern gibt, Bobby schafft. Meine Frösche. Oh je, Bobby. Mach dir nichts draus. Wir fangen zusammen neue, Willst du nicht besser auf deinen Bruder aufpassen? Nein, Bobby ist alt genug. Aber Sie können mir gerne bei der Tomatenernte helfen. Nun, werd nicht frech, Kleine. Der Umgang mit reichen Leuten verdirbt leicht den Charakter. Dick, kommst du gleich mit neuen Frösche fangen? Klar komm ich mit, Bobby. Trixie kochte vor Wut. Dieser Dick hatte wohl heute seinen Sei-nett-zu-kleinen-Kindern-Tag. Ihr Bruder konnte mit ihm machen, was er wollte. Was hatte Bobby alles erzählt von Geheimnissen, die er mit Dick hatte? Es ergab keinen Sinn. Knochen hatte er für die Hunde gekauft. Überall hatte Bobby ihn herumgeführt. Zum Tümpel, zum Schuppen und Brigittes Fenster hatte er ihm gezeigt. Ja, das war es. Und ob das einen Sinn ergab? In Sekundenschnelle packte Trixie ihre Sachen und raste zu Brigitte. Eine kalte Dusche vorm Schlafen gehen, Trixie, bist du verrückt? Nein, ganz im Gegenteil. Also du hast manchmal Ideen. Komm, gehen wir schlafen. Okay.
Also gute Nacht, Brigitte. Sag mal, Trixie. Ja? Meinst du, willst du etwa wach bleiben, weil... Mach dir keine Sorgen, Brigitte. Ich glaube, es ist alles nur, weil ich diesen Dick nicht ausstehen kann. Schlaf ruhig. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass jemand hier unbemerkt raufschleichen könnte. Lass uns jetzt wirklich schlafen. Gute Nacht. Trotz der kalten Dusche dauerte es keine 5 Minuten. Da war Trixie eingeschlafen. Mitten in der Nacht schreckte sie plötzlich hoch. War da nicht jemand an der Tür? Wer ist da? Ist da jemand? Wer hat da eben geschrien? Trixie. Ja, ich muss geträumt haben. Das muss ja ein schöner Traum gewesen sein. Was ist denn hier los? Tut mir leid, dass ich euch geweckt habe. Es war wirklich nichts. Komm von deiner blöden kalten Dusche, Trixie. Dann können wir ja wieder ins Bett kriechen. Bis morgen, ihr zwei. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Morgen, als Brigitte noch schlief, verließ Trixie leise das Haus. 2 Minuten später holte Uli sie ein. Natürlich hatte er ihr die Traumgeschichte nicht abgenommen. Auf dem Weg zu Beldens erzählte Trixie ihm kurz entschlossen, in was Brigitte und sie hineingeschlittert waren. Gut, na komm. Gut. Das ist ja ein starkes Stück. Ihr findet einen Diamanten und behaltet ihn. Ich weiß, Uli, aber wir wollten... Unbedingt Detektiv spielen. Ja, vereinigte Schulmädchendetektei. Wir lösen jeden Fall. Ach Quatsch, hier, nimm den Eimer und füttere die Hühner. Ja, mach ich. Gut. Gut. Aber versuch nicht vom Thema abzulenken. Es ist doch völlig unsinnig, Dick zu verdächtigen. Zufällig weiß ich, dass er zuletzt für einen sehr guten Freund von Fati gearbeitet hat. Und was Nelle anbelangt, der ist unten im Dorf aufgewachsen und hat einen einwandfreien Ruf. Hey, Martin, Klaus, schau mal, Uli, meine Brüder sind da. Du bist sicher, hallo. Uli? Genau, da bin ich, hallo. Trixie hat uns von dir und Brigitte schon viel geschrieben. Prima, dass ihr da seid. Sagt mal, ihr habt doch sicher einen guten Einfluss auf eure kleine Schwester. Hat sie was angestellt? Das kann man wohl sagen. Sie und Brigitte haben einen Diamanten gefunden. Vielleicht könnt ihr sie überzeugen, dass... Wie bitte? Da ist wohl wieder mal ihre Fantasie mit dir durchgegangen. Wir haben bei Trixie aus Kohlen Diamanten. Da kommt Brigitte, ihr könnt sie ja fragen. Hallo. Na, wo ist denn der Klunker? Hier, schaut mal, ich habe ihn mitgebracht. Ich werde verrückt. Mensch, wo um alles in der Welt habt ihr dieses Prachtstück denn hier? Ach, das ist im Augenblick nicht so wichtig. Das Problem ist vielmehr, wo heben wir ihn auf? Wie wär's, wenn ihr uns die ganze Geschichte erzählen würdet? Dann bist du auch dafür, dass wir selbst... Alles der Reihe nach, wenn ich bitten darf. Dann können wir immer noch entscheiden, was wir tun sollen. Also zuerst müssen wir dringend ein besseres Versteck finden. Denn wenn der Dieb wirklich gehört hat, wo wir den Stein versteckt haben, dann wird er wiederkommen. Trixie, sag mal, ihr seid sicher, dass letzte Nacht jemand im Haus war? Ganz sicher. Also ich bin dafür, dass Brigitte und ich die Zimmer tauschen. Ich bleibe heute Nacht wach und dann soll er nur kommen. Ich schreie bestimmt nicht. Uli und Brigitte gingen ins Haus. Trixie wollte ihren Brüdern unbedingt die Fußspuren im alten Schuppen zeigen. Als sie an der Garage vorbeikamen, trafen sie Dick. Aber wie sah der aus? Ein Auge war blau und schwarz und beinahe völlig zugeschwollen. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sind Sie aus dem Bett gefallen? Quatsch. Das hat man davon, wenn man so gutmütig ist. Ich wollte Rega im Pferdestall helfen. Wieso? Rega hat doch heute seinen freien Tag. Da ist er doch nie hier. Eben. Deshalb habe ich mich ja um die Pferde gekümmert. Da hat mich doch dieses verdammte schwarze Biest getreten. Erschießen sollte man es. Wenn man Pferde nicht mag, sollte man ihnen auch nicht zu nahe kommen. Außerdem... Rega geht nie weg, ohne vorher die Pferde zu versorgen. Hallo Trixie. Da seid ihr ja. Willst du uns nicht miteinander bekannt machen, Trixie? Ach ja, Dick, das hier sind meine Brüder Klaus und Martin. Hallo, ich hoffe nur, ihr habt bessere Manieren als eure freche Schwester. Also dann, Wiedersehen. Was ist denn das für ein Typ? Ich hätte gute Lust, ihm sein anderes Auge auch noch blau zu schlagen. Das ist es. Er hat sich mit jemandem geprügelt. Wenn Jupiter ihn getreten hätte, müsste er doch mindestens eine gebrochene Nase haben. Da hast du recht, Trixie. Aber wer hat ihm das Ding verpasst? Der neue Gärtner? Trixie hat doch gesagt, der ist klein und mickrig. Für so einen Schlag braucht man ganz schon Kraft. Ist doch eine alte Geschichte. Wenn einer ein blaues Auge hat und nicht zugeben will, dass er sich geprügelt hat, dann erzählt er irgendwas vom Pfosten oder einer Tür, gegen die er im Dunkeln gerannt ist. Sagt dir das was, Trixie? Psst, da kommt Bobby. Das ist doch der neue Busenfreund von Dick. Hey, Bobby, nicht stolpern. Immer schön die Füße hochheben. Darf ich nicht ein bisschen bei euch bleiben? Dick hat keine Zeit für mich. Wieso denn auf einmal nicht? Er fährt heute Nachmittag weg, aber abends kommt er wieder. Wie findet ihr denn das? Der fängt ja gut an.
arbeitet erst seit gestern und will sich heute schon zur Ruhe setzen. Als Uli und Brigitte nach dem Mittagessen wieder auftauchten, bat Trixi ihren Bruder Klaus, mit Bobby Fußball zu spielen. So konnte sie mit den anderen ungestört beratschlagen, ohne dass Bobby alles mitkriegte und es sofort seinem Freund Dick als neuestes Geheimnis auftischte. Bist du dabei, Brigitte? Klar, aber lange trage ich ihn nicht mehr mit ihm rum. Also ich schlage vor, wir verstecken ihn bei uns im Haus. Bei uns kommt doch kein Einbrecher auf die Idee, dass da was zu holen wäre. Das ist der Vorteil, wenn man nicht reich ist. Gut, aber wohin mit dem Stein? Wie wär's in Trixis Zimmer? Du hast doch so ein altes Nähkästchen, das du mal zu Weihnachten geschenkt bekommen hast. Ach ja, das von Tante Agnes. Als ich 8 war, hat sie versucht, mir das Sticken beizubringen. Es war hoffnungslos, mir ein Nähkästchen zu schenken. Da ist doch sicher auch ein Nadelkissen drin. Da könnte man den Stein einnähen. Hey, prima Idee. Man kann schon, aber ich nicht. Und außerdem, wenn Bobby mal sauer auf mich ist und dann in meinem Zimmer herumwühlt... Du meinst, bei dir ist der Stein vor Bobby nicht sicher? Aber die Idee ist gut. Wär's mit Mutters Nadelkissen? Ich hol's und Brigitte näht den Stein ein. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Mutti glaubt sonst, sie sieht ein Gespenst, wenn sie dich an ihrem Nähkorb entdeckt. Hey, was habt ihr denn da zu reden? Nichts für kleine Jungs. Wir wollten doch schwimmen gehen. Mir ist so heiß. Wir gehen ja. In 10 Minuten, Bobby. Martin holte Mutters Nadelkissen. Sie bohrten ein kleines Loch, steckten den Stein hinein und Brigitte nähte es mit fast unsichtbaren Stichen wieder zu. Martin schaffte es sogar, das Nadelkissen ungesehen an Bobby und seiner Mutter vorbei zu manövrieren und in den Nähkasten zurückzulegen. Klasse, komm, um Brigitte! Kann ich auch! Aufgepasst! War aber noch nicht ganz still ran, Schwesterchen. Bleib mal hier! Ich weiß, was ihr noch nicht wisst. Über Dick und Nele? Nein, ausnahmsweise nicht. Von Fräulein Trasch und Herrn Reger. Sind Sie jetzt ein Liebespaar? Unsinn, aber Fräulein Trasch hat erlaubt, dass wir heute Abend eine richtige Fete feiern dürfen. Mit Grillen im Freien. Eine Art Willkommensparty für Klaus und Martin. Fein. Super. Und das hat unsere Mami erlaubt? Ja, Fräulein Trasch hat schon mit ihr telefoniert. Und was hat Reger damit zu tun? Hat er eine Einlage mit dem Pferdeballett? Mit Pferden hat's was zu tun. Erinnerst du dich noch an Susi, die kleine schwarze Stute von Herrn Tomlin, Trixi? Na klar. Der Reger holt sie übers Wochenende. Dann können wir alle zusammen ausreiten. Toll. Bin ja gespannt, wie mein Schwesterchen inzwischen reiten kann. Wann kriege ich endlich meinen Mini-Pony? Ach, Bobby, nerv uns nicht dauernd. Ihr seid richtig gemein. Mensch, Trixi, ich habe eine Idee. Wir gründen einen Club. Das wollte ich schon immer. Ich habe haufenweise Bücher gelesen über Geheimbünde. Das war immer schrecklich aufregend. Ich habe auch schon einen Namen. Club der 5 Neumalklugen. Nee, die 5 Spürnasen. Oder erst überrittene Schülerdirektor. Mit beschränkter Haft. Wir könnten den alten Schuppen als Clubhaus einrichten und da unsere Treffen abhalten. Da müssen Uli, Klaus und Martin aber erst das Dach reparieren, sonst werden unsere Geheimakten nass. Dann brauchen wir aber zuerst mal eine Clubkasse. Die Dachpappe wird ja ein bisschen was kosten. Wir müssen eben alle Geld verdienen, wie Trixi. Aber womit denn? Ich kann doch nicht. Na, ich habe da vorhin jemand ganz toll nähen gesehen. Ich wette, unsere Mutter würde was springen lassen, wenn du ihr den Flickkram abnimmst. Ich glaube, das macht sie nicht so gern. Meinst du? Klar. Das wäre toll, wenn ich auch Geld verdienen könnte. Und dabei könntest du immer unauffällig kontrollieren, ob unser Kissenwunder noch da ist. Was für ein Kissenwunder? Ist ein Geheimcode. Ach, ihr seid richtig doof. Jetzt sollten wir aber die Pferde ein bisschen bewegen. Genau. Ja. Erster berittener Kissengeheimclub. Oder geheimer Kissenclub. Nach dem Ausritt versorgten die Kinder die Pferde. Und dann saßen sie alle hungrig um das Lagerfeuer, grillten Würstchen und Klaus spielte auf der Gitarre. Die Stimmung war riesig. Und vor allem Brigitte war selig, endlich so gute Freunde gefunden zu haben. Super, Klaus! Bitte! Ja, toll. Hätte ich gar nicht gedacht, Junge. Vielleicht sollten wir langsam etwas leiser sein. Ich glaube, Silvia und Rainer sind schon schlafen gegangen. Oh nein, er hat sich in einer dunklen Ecke versteckt. Und um Mitternacht schleicht er auf leisen Sohlen zu ihm ins Zimmer. So reformiert. Hör auf! Verdächtigst du Nele immer noch, Trixi? Seit ich weiß, dass er hier aus dem Dorf stammt, eigentlich nicht. Aber man kann ja nie wissen. Wir beobachten ihn lieber weiter. Und Dick auch. Ich wette nämlich, dass das Empfehlungsschreiben gefälscht ist, das er Herrn Willer gezeigt hat. Wie kommst du denn darauf, Oberspürnase? Ich spür das einfach. Ich würde den Brief zu gern mal sehen. Du verlangst doch hoffentlich nicht von mir, dass ich auf Vaters Schreibtisch spioniere. Schade.
Na, jedenfalls sollten wir für heute unsere Zelte abbrechen und schlafen gehen. Und das Feuer sorgfältig löschen. Der Brand von Onkel Ulrichs Haus hat mir gereicht. Gut, gehen wir schlafen. Schlafen? Also ich werde heute Nacht bestimmt kein Auge zumachen. Am nächsten Morgen trafen sich alle zum Frühstück auf der Terrasse. Sie konnten es kaum erwarten, ob Uli etwas zu berichten hatte. Und der kam als letzter gemütlich angeschlendert. Gutes Frühstück. Lecker. Wunderbar. Wer hat das Frühstück denn gemacht? Na, wer wohl? Uli, da bist du ja endlich. Schieß los. Was war heute Nacht? Gar nichts war. Aber heute Morgen hat es schon Stunk gegeben. Reger Kochverbot, weil Dick erst heute früh zurückgekommen ist. So ein Theater zu machen wegen eines blauen Auges. War wohl gar im Krankenhaus. Dick ist sicher aus ganz anderen Gründen weggefahren. Da gehe ich jede Wette ein. Könnten Sie uns das vielleicht etwas näher erklären, Fräulein Belden? Macht euch ruhig lustig über mich. Ich könnte euch nämlich viel erzählen. Über eine gefälschte Unterschrift zum Beispiel. Was redest du da? Gefälschte Unterschrift? Ruhe, Themawechsel. Da kommt die wilde Meute mit Bobby. Hey, ihr, ich soll euch von Mami und Papi ausrichten? Sie würden sich freuen, wenn ihr mal wieder nach Hause kommt. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Dann können wir gleich damit anfangen, die Dachpappe für unser Clubhaus zu verdienen. Tschüss. Und vielen Dank fürs Herzen. Tschüss. Sag mal, Uli, hast du eigentlich Dicks Empfehlungsschreiben gesehen? Ja, warum? Es war eines dieser maschinengeschriebenen, hiermit bestätige ich das Schreiben. Dann kommen wir nicht weiter, ohne dass ich... Uli, könntest du mich nicht doch einen kurzen Blick auf dieses Empfehlungsschreiben werfen lassen? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich im Schreibtisch meines Vaters rumschnüffle. Schließlich habe ich ja noch so etwas wie eine Probezeit in Brigittes Familie. Ich will mal schauen, wie Nella zurechtkommt. Übrigens, Dick ist ganz scharf darauf, mir heute auf der gesperrten Waldstraße das Autofahren beizubringen. Stark. Ist doch wieder nett von ihm, nicht wahr? Wenn er Trixie nicht so oft im Kieker hätte, würde ich ihn eigentlich auch ganz nett finden. Also bis später. Und ruft mich bloß sofort, wenn ihr wieder einen Diamanten findet. Klar. Ehrensache. Ich sag euch Dank mit diesem Kelch, ihr meine treuen Recken. Nimm diesen Ring als Zeichen unserer Liebe. Toll, was Bille mit Zottel alles erlebt. Na, wir langweilen uns doch auch nicht gerade. Aber sag mal, Trixie, warum willst du eigentlich unbedingt Dicks Empfehlungsbrief sehen? Weil ich dann feststellen kann, ob er gefälscht ist oder nicht. Wie willst du das denn machen? Stell mal die Kassette ab. Ja. Also, erstens hat uns jemand in dem alten Schuppen belauscht und mitgekriegt, dass wir den Diamanten haben. Und zweitens könnte dieser jemand doch auch den Briefträger beobachtet haben. Den Briefträger? Ja, den Briefträger. Um anschließend heimlich einen Brief aus dem Kasten zu fischen. Das Schreiben von Herrn Weiß, Dicks ehemaligen Arbeitgeber zum Beispiel. Ja, könnte sein. Es dauert nämlich manchmal bis zum Nachmittag, ehe jemand von uns nach der Post schaut. Und du meinst, dann hat dieser jemand die Unterschrift von Herrn Weiß nachgemacht? Das ist doch gar nicht so einfach. Warte ab, hast du Schreib- und Kohlepapier? Ja, hier, im Schreibtisch. Nun bin ich aber wirklich gespannt. Dann pass jetzt mal schön auf. So, jetzt leg das Kohlepapier zwischen die beiden Blätter und schreib deinen Namen. Aber nur ganz leicht, nicht aufdrücken. Okay, also. Brigitte, Madeleine... Villa. Gut, jetzt ist auf dem zweiten Blatt der hauchdünne Abdruck deiner Unterschrift. Den brauche ich nur noch mit einem Füller etwas dicker nachzuziehen. So. Irre, ich sehe keinen Unterschied. Aber du hast doch behauptet, du kannst an dem Empfehlungsschreiben von Dick sehen, ob die Unterschrift gefälscht ist. Halte die Fälschung mal ans Licht. Siehst du die Kohlespuren? Wahrhaftig, ja. Hier beim W, beim M. Einfach genial, der Trick. Hab ich von Martin. Und der hat's aus irgendeinem Buch. So, jetzt lass uns aber die Blätter wegwerfen, sonst ziehen mich die Jungs den ganzen Tag damit auf. Hey, was macht ihr denn in meinem Zimmer? Ihr seht ja aus wie zwei ertappte Einbrecher. Ach, Uli, schließlich war das bis gestern immerhin mein Zimmer. Hier riecht's irgendwie nach Geheimnis. Lasst mich mal raten. Ah, ich glaube, es ist der Papierkorb. Zerknittertes Briefpapier. Uli, bitte lass das, sonst rede ich den ganzen Tag nicht mehr mit dir. Schon gut, Trixie. Das wäre auch wirklich eine zu harte Strafe. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass das Essen fertig ist.
vertragen sicher noch eine Portion, Celia. Darf ich? Vielen Dank. Sehr nett, Fräulein Trasch, aber bei der Hitze... Es gibt sicher noch ein Gewitter heute. Wollt ihr denn bei der Hitze ins Kino? Gerade deswegen. Das hat nämlich eine Klimaanlage. Oh, da könnte ich eigentlich mitkommen. Prima Idee. Wir nehmen den Kombi, da passen wir alle rein. Wir sollten in die 6 Uhr Vorstellung gehen, damit wir früh zurück sind. Sehr vernünftig, Trixie. Aus meiner Fahrstunde mit Dick wird dann wohl nichts mehr. Doch, doch, Uli. Dick lässt dir ausrichten, dass er um 3:30 mit dem Ford auf dich wartet. Sie, ja? Ja, Fräulein Trasch? Sie können heute Abend frei nehmen. Oh, vielen Dank. Und sagen Sie bitte auch Dick, dass wir ihn heute Abend nicht mehr brauchen. Mach ich. Der hat bestimmt nichts dagegen. Ich glaube, der schaut gern an der Arbeit vorbei. Aber Sie haben uns Dick doch empfohlen, oder? Nein, ich hätte jemanden gewusst. Aber als ich vom Einkaufen zurückkam, war Dick schon da. Kann mir schon denken, wen sie im Auge hatte. Sie können jetzt den Nachtisch bringen, Celia. Wie meinst du denn, Trixie? Tom Dillenoy natürlich. Den kenne ich auch. Das ist ein dufter Typ. Der ist doch im Moment Platzanweiser im Kino. Sie könnten ihn nachher gleich mal fragen, Fräulein Trasch, ob er grundsätzlich... Ich verstehe schon. Mit Dick haben wir wohl keinen glücklichen Fang gemacht. Und wenn ihr mir diesen Tom alle so warm ans Herz legt, man soll die Menschenkenntnis der Jugend nicht unterschätzen. Dick ist nämlich einfach fies zu Trixie und... So? Warum habt ihr mir das denn nicht erzählt? Ja, ich habe mich auch ganz schön über sein blaues Auge lustig gemacht. Er hat nämlich behauptet, Jupiter hätte ihn getreten. So, hier ist der Nachtisch. Oh. Erdbeercreme. Lasst es euch schmecken, Kinder. Aber was hast du gesagt, Trixie? Jupiter hätte Dick getreten? Mir hat er erzählt, er hätte sich nachts an der Schrankecke gestoßen. Schrankecke? Den brütend heißen Nachmittag verdösten Trixie und Brigitte in der Hollywood-Schaukel. Brigitte saß in Gedanken bereits im klimatisierten Kino. Träumst du, Trixie? Ja, ich träume. Von Dick. Was? Bist du verrückt? Das war kein Schrank, mit dem Dick heute Nacht zusammengestoßen ist. Das war ein Mann. Du meinst die zweite Fußspur? Ja, der zweite Mann. Er ist zurückgekommen und hat mit Dick gekämpft. Wahrscheinlich wegen der Beute. Meinst du, der andere ist damit abgehauen? Genau. Und deswegen war Dick gestern Nacht auch verschwunden. Er hat den Mann gesucht. Und weil ihm sein Komplize durch die Lappen gegangen ist, will Dick wenigstens den Diamanten haben. Könnte möglich sein. Wir dürfen Dick nicht mehr aus den Augen lassen, Brigitte. Du sag mal, wo stecken eigentlich die Jungs? Klaus mäht den Rasen, Martin macht sich im Gemüsegarten nützlich und wir liegen hier faul rum. Wir denken schließlich. Nelo hat übrigens auch frei bis Wochenende. Kleine Besetzung heute Nacht. Da kommt Dick. Aber wo ist Uli? Nicht, dass wir zu spät ins Kino kommen. Hallo Dick, wo haben Sie den Uli gelassen? Ich habe ihn nach der Fahrstunde ins Dorf gefahren. Er wollte noch schnell zum Friseur. Er lässt ausrichten, dass er vor dem Kino auf euch wartet. Ach so, der braucht mal wieder eine Extrawurst. So, ich bin fertig. Ich habe alle Fenster offen gelassen, damit es nicht so stickig wird. Übrigens komme ich doch nicht mit ins Kino, Kinder. Herr Leitner hat mich eingeladen, mit ihm das Tennismatch anzusehen. Aber ich fahre euch natürlich hin. Hat Uli nicht angerufen? Warum sollte er? Er hat doch durch Dick Bescheid sagen lassen. Komisch. Und das Telefon ist auch nicht kaputt? Aber Trixie, ich habe doch gerade mit Herrn Leitner telefoniert. Na dann los. Alles einsteigen, bitte. Im Kino angekommen, zwängten sie sich durch die Menge im Vorraum und hielten nach Uli Ausschau. Doch von dem weit und breit keine Spur. Klaus und Martin gingen schon hinein, während Trixie und Brigitte vor dem Kino warteten. Auf die letzte Minute huschten auch sie hinein und ergatterten gerade noch 2 Plätze. Ich will dir reden. Was geht's denn, Chef? Bist du sicher, dass du nicht eher kommst? Alles paletti. Die anderen arbeiten drüben und Egon haben sie selbst ins Büro geschickt. Uli, ich mache mir solche Sorgen. Ganze Halle ich auch. Er ist doch sonst so pünktlich. Und zum Friseur freiwillig. Ach nee. Nee, ich weiß nicht. Ganz was Neues. Hast du doch, oder? Mit Dick auf einer Kanzlerwaldstraße. Bitte ruhig sein, der Voss. Mensch, Brigitte, komm raus, ich halte es nicht mehr aus. Entschuldigung, da unten vorbei. Sie können ruhig noch einen kleinen Ruhig. Sonderfuhren sind eine Sonderzüge. Lass uns noch mal nachdenken. Bobby hat Dick doch sicher erzählt, dass ihr die Zimmer getauscht habt. Und Dick braucht jetzt eine Gelegenheit, um ungestört rumschnüffeln zu können. Aber er wusste doch, dass Uli mit uns ins Kino wollte. Trotzdem, irgendwas ist faul an der Sache. Mensch, wir müssen sofort nach Hause. Dick hat bestimmt nur gewartet, bis wir weg sind und die anderen vor der Glotze hocken. Das Tennismatch, du weißt doch. Oh Gott, das hat sich Uli bestimmt auch überlegt. Er hat sich zum Schein von Dick ins Dorf fahren lassen und ist dann zu Fuß nach Hause zurück. Aber ihr hat Dick bis jetzt doch gar nicht verdächtigt. Ich glaube doch, Uli hat bestimmt heute Nachmittag unsere Zettel aus dem Papierkorb gefischt.
Und wenn er sich dann Dicks Empfehlungsschreiben angeschaut und Kohlespuren darauf entdeckt. Wir müssen sofort bei dir zu Hause anrufen. Warte, ich habe Kleingeld. Hier. Komisch, da rührt sich nichts. Versuch's nochmal. Vielleicht hast du nicht richtig gewählt. Ach, Tom. Hey, mit wem telefoniert ihr denn da? Ihr seht ja aus wie zwei aufgeschreckte Hühner. Sag mal, Tom, hast du Uli gesehen? Uli? Nein, der wird im Kino sitzen bei deinen Brüdern und sich über den Film amüsieren. Und über euch. Bitte, Tom, das ist kein Spaß. Kannst du mir Geld für ein Taxi leihen? Hier, hast du 20. Danke. Halt, was ist denn überhaupt los? Kann ich euch helfen? Wo wollt ihr überhaupt so schnell hin? Wir müssen sofort nach Hause. Nein, Brigitte, du bleibst hier. Du musst auf Klaus und Martin warten. Ich ras los. Na gut, aber sei bloß vorsichtig, Trixi. Also dann. Trixi ließ sich an der Hauptstraße absetzen und ging die letzten Meter zum Haus der Villas zu Fuß. Als sie an der Garage vorbeikam, hörte sie Geräuschfetzen des Tennisturniers aus Herrn Regers Zimmer. Leise schlich sie weiter und schaute zum Wohnhaus. Alles stockdunkel. Doch da, ein Lichtschein in Brigittes Zimmer. Sie hielt den Atem an. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, schlüpfte ins Haus und tastete sich die Treppe hoch. Brigittes Zimmertür stand einen Spalt breit offen. Sollte sie umkehren und Herrn Reger holen? Regungslos lauschte sie. Du kleine Kröte, ich hab's ja geahnt. Was suchst du hier? Das frage ich Sie. Haben Sie den Stein gefunden? Ach, du Miststück, du wirst mir die Tour nicht vermassen. Aua, lassen Sie mich los. Fips, fass. Gib dir keine Mühe. Der Hund frisst mir aus der Hand. Sie gemeiner Kerl. Wo ist Uli? Wo haben Sie ihn hingebracht? Ich war leider gezwungen, ihn außer Gefecht zu setzen. Er ist im Wald gut verpackt. Kein Mensch wird ihn da finden. Er hat ihn doch überhaupt nichts getan. Sie sind so gemein, aber Sie werden schon sehen. Halt, 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 hier geblieben, mein Fräulein. Was ich jetzt sehen möchte, ist der Diamant. Und zwar ein bisschen plötzlich. Er ist... Keine Faxen, kleines Luder. Wo ist er? Los, raus mit der Sprache. Er ist nicht mehr in der Schatulle. Und ich werde Ihnen nie sagen, wo er ist. Das werden wir ja sehen. Willst du es dir nicht langsam doch überlegen? Oh, mein Arm! Gut, also... Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wenn... Nix wenn. Den Stein will ich. Sie... Ich weiß, dass Sie einen Komplizen haben und dass Sie sich mit ihm um die Beute gestritten haben. Du weißt zu viel, Schätzchen. Du bist gefährlich. Aua! Ich werde dich mitnehmen, wenn ich hier abhaue. Also los, Fräulein Detektivin. Viel Zeit haben Sie nicht mehr. Reger muss jeden Augenblick hier auftauchen. Blödsinn. Ihren Komplizen hat die Polizei schon geschnappt. Was? Woher willst du das denn wissen? Im Dorf, heute Abend. Ach, halt die Klappe. Ich hab genug von deinem Gequatsche. Wo ist der Klunker? Hände hoch, Fräulchen. Keine Bewegung. Uli, Herr Reger, Gott sei Dank. Die Handschellen werden Ihnen viel besser stehen als der Diamant, Dick. Verdammter Mist. Mensch, Uli, bin ich froh, dass du da bist. Wie hast du dich denn befreit? Naja, eine Weile hat es schon gedauert, bis ich die Fesseln los war. Dann bin ich hierher gerast und habe unterwegs die Polizei angerufen. Ich wusste doch inzwischen, dass die Unterschrift auf Dicks Empfehlungsschreiben gefälscht war. Kohlespuren, was? Genau. Und außerdem habe ich Dick gefragt, ob er auch findet, dass Herr Weiß mit seiner Mähne aussieht wie ein Löwe. Da war er ganz meiner Meinung. Dabei hat Herr Weiß doch eine Glatze. Super, Uli. Da, schau her. Wen haben wir denn da? Dick Miller. Sie sind verhaftet. Wieso ich? Was wollen Sie überhaupt? Geben Sie sich keine Mühe. Ihr Komplize hat bereits gestanden. Dann hat das kleine Biest gar nicht gelogen. Tja, sehr schlau hat sich Ihr nobler Freund nicht gerade angestellt, als er die Beute verhökern wollte. Dieses Schwein. Ich hab ja geahnt, dass er mich reinlegt. Ganz ruhig. Und jetzt sagen Sie uns auf der Stelle, wo das wertvollste Stück geblieben ist. Wo ist der Diamant? Fragen Sie doch die kleine Rotznase hier. Der Stein ist bei meiner Mutter. Wir haben ihn gefunden und... Was? Ihr habt ihn?
Wirklich? Ja, genauer gesagt, meine Mutter. Also, Trixie Belden, jetzt mal ernsthaft. Wo ist der Stein und wer hat ihn? Meine Mutter. Wie bitte? Ja, also, das war so. Wir hatten ihn in Brigittes Schmuckkästchen und dann sind wir doch belauscht worden. Und dann hatten wir Angst und dann haben wir überlegt und dann hatte Brigitte die Idee mit Muttis Nadelkiste. Also das wird ja immer toller. Jetzt mal im Klartext. Ich hab's doch gesagt, der Diamant steckt in Muttis Nadelkissen. Brigitte hat ihn eingenäht. Na, da wird ihn ja wohl heute Nacht keiner mehr suchen. Ich kann mir auch keinen besseren Aufbewahrungsort denken als das Haus eines Bankbeamten. Dick wurde gerade abgeführt, als Brigitte, Klaus, Martin und auch Fräulein Trasch zurückkamen. Plötzlich stellten alle fest, dass sie einen Mordshunger hatten. Dem konnte nur Fräulein Trasch abhelfen mit einer Riesenpfanne voller Bratkartoffeln. So, ich hoffe, das wird reichen. Ja, prima. Und du hast Dick von Anfang an verdächtigt, Trixie? Hat sie. Sie ist nämlich gar nicht so dumm, wie sie aussieht. Blöder Heini. Woher wusstest du eigentlich, dass sie Dicks Komplizen schon geschnappt hatten, Trixie? Wusste ich doch gar nicht. Ganz schön raffiniert. Wisst ihr eigentlich, dass auf die Ergreifung der Juwelendiebe eine Belohnung ausgesetzt ist? Wie viel denn? Ich denke, dass die Belohnung für eine erste Anzahlung reichen wird. Anzahlung? Was meinst du, Herr Reger? Na, für Trixies Pferd, für Susi. In die ist sie doch geradezu verliebt. Ach, das wäre einfach herrlich. Trixie, ob mit oder ohne Pferd, du bist einfach spitze. Auch wenn du nicht weißt, wie man eine Nähnadel hält.